Hallo zum Video Nummer 6 von unserem Arbeitsblatt Vektorrechnung im Raum. Wir wollen uns nun ansehen, wie man den Winkel zwischen zwei Vektoren berechnet. Wir haben nun wieder die Vektoren v und w gegeben und wollen uns den eingeschlossenen Winkel, den wir hier mit phi bezeichnen, berechnen. Dies machen wir mit der Formel Cosinus von phi ist gleich das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren durch das Produkt der Länge bzw. des Betrags dieser beiden Vektoren. Diese Formel können wir uns gleich im Kopf behalten, diese werden wir nämlich noch einige Male brauchen. Wir wollen uns dazu aber noch einige Eigenschaften genauer anschauen. Nämlich, wenn das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren v und w gleich 0 ist, folgt daraus, dass der Winkel phi gleich 90 Grad ist. Schauen wir uns mal an, wie wir dazu kommen. Ich behaupte also, wenn das Skalarprodukt gleich 0 ist, stehen die beiden Vektoren v und w normal aufeinander. Das Skalarprodukt gleich 0, daraus folgt, dass der Cosinus von phi ebenfalls gleich 0 ist. Wenn wir zurück an unseren Einheitskreis denken, wissen wir ja, dass wenn Cosinus von phi gleich 0 ist, folgt, dass phi gleich 90 Grad ist. Das heißt, v und w stehen normal aufeinander. Gehen wir auch in die umgekehrte Richtung, um diese Aussage zu beweisen. Das heißt, ich behaupte, dass v und w normal aufeinander stehen. Daraus folgt, dass der Cosinus von phi gleich 0 ist. Cosinus von phi gleich 0 bedeutet auch, dass das Skalarprodukt gleich 0 sein muss, wodurch unsere Behauptung gezeigt ist. Als nächstes behaupten wir, dass v mal w, also das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren, wenn dies größer 0 ist, muss der Winkel zwischen 0 und 90 Grad liegen. Wenn wir zurück an unseren vorigen Beweis denken, ist das ganz klar. Wir bewegen uns also hier in diesem Bereich und phi muss, wie gesagt, schon zwischen 0 und 90 Grad sein. Ist das Skalarprodukt kleiner 0, so muss phi zwischen 90 und 180 Grad liegen. Wir sprechen hier also von diesem Bereich am Einheitskreis.